feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Ja, servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Und The Ranger ist noch hier ein bisschen am Dancen. Er macht sich sozusagen locker für die neue Folge. Und wir haben ja noch einige Fahndungseinsätze. Also um genau zu sein, noch einen, den wir abschließen müssen. Hier den Lieutenant Bentham, weil der vierte ist ja erst in Bälde verfügbar. So, wir schauen jetzt nochmal. Lieutenant Bentham, da müssen wir nach Foggy Bottom. Diesmal schauen wir mal ganz genau hin, wo wir auch wirklich hin müssen. So, Foggy ist, glaube ich, hier irgendwo links. Ja, hier ziemlich weit außen. Und da haben wir Kontrollpunkte 3 einzunehmen, einen Kopfgeldeinsatz, einen Rettungseinsatz und die Territoriumskontrolle. Jupp, also soweit denke ich schon mal bekannt. Und diesmal schaue ich auch noch mal. Okay, hier Kontrollpunkt herausfordernd. Kontrollpunkt herausfordernd. Und ich glaube, hier ist noch einer herausfordernd. Okay. Dann legen wir gleich mal los, machen gar nicht hier so lange rum. Es geht los und wir machen uns auf zur Schnellreise. Und dann steigen wir ein in diese Fahndung und versuchen hier den Lieutenant uns zu schnappen. So, okay, ja, sicherer Bereich ist klar. Okay, jetzt müssen wir noch mal gucken, wo wollen wir denn zuerst hin? Territoriumskontrolle oder den Kontrollpunkt? Rettungseinsatz. Ich denke, wir fangen hier mit dem Kontrollpunkt an und dann arbeiten wir uns über die Territoriumskontrolle, über diesen Kontrollpunkt. Und dann sehen wir einfach mal weiter, was dann noch so alles hier passiert. Okay, let's go. Aufmunitioniert sind wir. So, wir müssen hier rechts raus. Hi Agent. Hunter in Foggy Bottom. Wally hat mir von den schmutzigen Bomben erzählt. Das sollten wir prüfen. Ja, deswegen sind wir ja schließlich hier, ne? Wir prüfen. Drum prüfet, bevor ihr euch ewig bindet oder irgend sowas war. So, die Kollegen nehmen wir mal mit. Ups, leer. Aha. Da oben einer mit der großen Wumme, habe ich so einen Eindruck. Ja, okay. So, dann robben wir uns mal ein bisschen ran hier. So, er macht Bekanntschaft. Mit unserer Drohne. Naja, ihr werdet keine Freunde mehr. So, achso, da müssen wir hoch, da müssen wir hoch. Ah ja, ist ja klar, der Kontrollpunkt. Hm. So, irgendwas ist hier noch. Da war doch irgendwas. Schubidubidu, oder ist das unter? Ne, das ist hier. Ja, klar. Das nehmen wir mal mit. Haben wir hoffentlich den richtigen Schlüssel dafür. Nee, nee, stopp. So, die Drohne tun wir mal hier aufräumen. Okay. Schlüssel der Outcast. Gut, der Rest ist nicht so. Nein. Wie gesagt, das, was wir wirklich suchen oder das, was mir interessant ist, ist natürlich hier dieses Ninja-Bike, Ninja irgendwie Gedönsen-Palaber. Oh, das sind ja nochmal. So. Ja, die werden wir mal überraschen mit einer kleinen Granate. Ah ja, das hat aber, glaube ich, nicht so viel gebracht. So, das nehmen wir wieder mit. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwo hier. Nee, da ist es nicht. So, dann laufen wir mal weiter. Okay. Ups, irgendwas ist da wieder. Ach, da hoch. Da. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Okay, und da sind irgendwelche Ressourcen-Heinis unterwegs.
Da sind irgendwelche Ressourcen-Heinis unterwegs. Da drüben bewegt sich. Ist da irgendwas hinter mir? Oh ja, natürlich. Oh Mann. Jetzt stehen wir aber irgendwie im Kreuzfeuer. So, hier raus. Registriere zusätzliche Feindkontakte. So, was tut sich hinter mir? Da ist nämlich ein Kontrollpunkt. Nett, dass sie sich hier noch einmischen. Okay. Wo ist noch einer? Ach, da ist noch einer. Und da links muss auch noch irgendwo einer rumspringen. Ah ja. Wir sind nicht alleine. Okay. Hier. Ups, dann mal hier raus hier. Weil jetzt ist hinter uns der Rücken frei. Ups, da ist doch irgendwo einer. Ah ja, okay. So, dann schauen wir mal, wo haben wir denn Material zum Aufnehmen? Hier. So, da ist immer noch irgendwo einer. Da muss noch irgendwo ein Nest sein. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ah ja. Ah, nee. Ja, manchmal muss man sich in Rettung, in Deckung werfen, stürzen. Todesmutig. Oh ja, okay. Okay. Ach was. Dieses Gefühl kenne ich. Wenn es aus unerwarteter Richtung kommt. Kriegen aber auch den Hals nicht voll, habe ich so den Eindruck. Ein Ort in der Nähe. Ja, ich wollte mich doch um ganz was anderes kümmern hier. Mensch. Okay. Nee, habe kein Zielfernrohr. Ich fasse es nicht. Jetzt kommen die von da wieder. Schwuppdiwupp. Jetzt müssen wir aber echt hier gucken, dass wir hier... Ach du Schande, da oben springen sie auch rum. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Dann haben wir etwas bessere Schussposition. So, was ist mit ihm da oben? Der ist weg. Dann können wir unsere Drohne dort rüber schicken. So, der hier. Verluste. Der macht mich hier verlustig. Ups. Okay. Wenn die nächste Welle hier aus dem Haus gleich geschlichen kommen, habe ich so einen Eindruck. Da habe ich aber auch wieder in ein Wespennest gestochen, habe ich so den Eindruck. So, machen fertig. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Da oben kommen jetzt noch mehr wieder raus. Ja, sicher. Wirf doch mal eine Granate. Mal einfach so zur Abwechslung.
Ja, komm, tu auch mal was für dein Geld. So, ich denke, mein Geschütz da oben behackt die da oben. Ach du Schande. Die meinen das ernst. So, immer noch einer unterwegs. Ja, dann gehen wir mal da hoch. Und sammeln hier mal einen Buschen. Was ist das? Zielgerichtete Angriffs... Nee. Okay. Mal schauen, ob da gleich wieder einer aus der Hütte kommt. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Sehr schön, das war's wohl. Dann können wir uns jetzt das Material hier einverleiben. So, eins, zwei. Noch was? Oh. Ach, da unten ist auch noch Material, oder? Ach, deswegen habe ich mich gleich mit Zweien angelegt. Oder wie oder wer? Okay. Sehr schön. So, jetzt aber zum eigentlichen Ziel. Immer wieder aufregend. So, zum eigentlichen Ziel, nämlich hier zur... Oh, da mal ein bisschen auffüllen. Kontrollpunkt. So, zum Kontrollpunkt. Dann bringen wir uns hier mal in Position. Ach du Schande, da hinten rennen dann auch wieder welche rum. Und fallen mir mit Sicherheit... Was ist denn das? Eine Biene? Sehr schön. Und fallen mir mit Sicherheit in den Rücken. Das gefällt... Geht schon los, die haben mich schon entdeckt. Okay. Zack. Ich habe keinen Respekt vor den Hyänen. So, also Leute, es geht los. Die Party hat begonnen. So, immer ein bisschen aufpassen, Auge nach rechts werfen, ob da was kommt. Ja, irgendwas behagt mich von links. Das ist bestimmt der Kollege hier. Ja. Achso, ich muss ja hier meine Kollegen noch holen. Damit wir einen Lieutenant haben oder jedenfalls einen Anführer, der uns im Zweifel wieder heilen kann. Sollte man nie vergessen. Wir arbeiten schließlich im Team. Okay, da hinten kommen die Jungs raus. So, noch jemand mit Fahrschein? Ja, ohne. So, den haben wir aber mal ein bisschen gestoppt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee, Raketenwerfer nischt mehr. Keine Munition. So, da kommt jetzt hoffentlich irgendwo mal eine Verstärkung. Sind die schon da? Nee. 95 Meter. Wenn man die Jungs mal braucht. Ups, da hat er die Handgranate fallen lassen. So, ah ja. Haben wir da noch jemanden? Nee, er ist hier der Letzte, oder? Ja, die anderen sind... Absolutely. Das ist korrekt. So, haben wir irgendwo noch... Sich nähernde Feinde. Ja, klar. Ja, die nähern sich immer.
So, dann gehen wir erstmal hier in Deckung. Ganz schön riskant hier mitten in die Truppe hier hineinzustoßen. Okay. Er gehört mir. Wir brauchen unser Geschütz. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Das wirst du büßen. So, da hinten kommen noch mehr. Das ist immer, wenn sie nicht genug bekommen. So, um den wird es sich gekümmert. Um den kümmern wir uns. Wie? Von rechts? Oder wie? Oder was? Nee. So, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in Deckung hier. Ups. Einer erledigt. So, den werden wir doch auch noch kriegen. Einer ganz unter Deckung. Danke für Ihr Kommen. Das ist das zu spät. Ja, da ist noch einer unterwegs. Oh, da kommen noch mehr. Ach, das sind Abtrünnige. Ja, lustig. Ah, Granate. Ups, da wollte ich eigentlich hin. Oh, ja. So. Nee, den kriege ich nicht. Von hier treffe ich ihn nicht. Ich gebe dir Deckung. So, dann mal hier richtig die Böhmchen rausholen. So, den haben wir schon mal aus dem Spiel genommen. Der wird heute Abend nicht mehr zum Abendessen erscheinen. Haben wir unsere Drohne? Unsere Drohne und er wird irgendwas anstellen wollen. Feindliches Blenderglühwürmchen entdeckt. Oh Mann. So, wo kriegen wir jetzt unser Geschützgut unter? So, hier oben wäre cool. Ja, sehr schön. Mit irgendwo noch Deckung? Eliminiert. Sehr schön. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, mal hier alles erstmal weg. Dann können wir hier die Übersicht behalten. Was haben wir hier? Okay. So, dann nehmen wir mal mit. Okay. Überall liegt hier Material rum. Da hat sich aber ein bisschen was angesammelt, hä? So. Ja, ja, das ist hier nicht zu finden. Bisschen hiervon, bisschen davon. Und dann haben wir hier irgendwo unseren Kontrollpunkt-Officer, mit dem wir mal kurz sprechen wollen. So, Jungs. Jetzt habt ihr genügend Material. Macht was draus. So, haben wir da noch irgendwas zu mitnehmen? Nein, jetzt können wir natürlich noch in den... Da haben wir noch ein bisschen was. So, dann werden wir uns erstmal wieder aufmunitionieren, unser Gepäck zusammenpacken und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Territoriumskontrolle oder so eine Geiselbefreiung. Irgendwas wird es schon werden. So, das hat ja erstmal ganz gut geklappt. Haben wir irgendwas, was wir noch nicht haben? Naja, gut, nehmen wir einfach mal alles mit. Es ist ja noch Platz.
Der Rucksack wird zwar immer schwerer, aber es ist ja noch Platz. So, dann schauen wir mal ganz kurz, weil wir haben noch ein bisschen was auf der Uhr. Fertigkeiten. So. Okay. So, Platz ist noch ein bisschen. Wo gibt's denn die Moon? Hier gibt's die Moon. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rein in unser Kärtchen. Was hatten wir denn hier noch nebendran? Die Territoriumskontrolle oder gleich den Kontrollpunkt. Schnappen wir uns noch den zweiten Kontrollpunkt, dann haben wir das erledigt und dann machen wir die Territoriumskontrolle und dann können wir uns über Safe House, nee, Quatsch, Blödsinn. Da können wir uns eigentlich nirgends hin beamen. Doch, wir könnten uns dann oben an dieses andere Safe House beamen und dann den Kontrollpunkt machen. 03. Okay. So, Freunde. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo müssen wir hin? Wie? Was hat er gesagt? Wenn eine lokale Band hier für uns spielen würde? Ich glaube, zurzeit haben wir ein bisschen andere Sorgen. Wobei, ein bisschen Truppenbetreuung wäre ja jetzt auch nicht verkehrt. So, da vorne ist das gelb, aber müssen wir dahin? Ach, ist das diese Werkstatt? Ja, Taxifriedhof, ja natürlich. Ich erinnere mich. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig rangehen. Da drüben ist die Territoriumskontrolle. Ne, hier ist die Territoriumskontrolle, aber da wollen wir eigentlich nicht hin. Ja, da müssen wir irgendwie hier rum. Hier rüber. Dann kommen wir dran vorbei. So, wichtig ist immer nur, dass da nicht von irgendwo anders die Kollegen rankommen. So, da haben wir die Taxizentrale. Und die wollen wir noch in dieser Folge hier einnehmen. Wird bestimmt lustig. So, können wir hier schon... Nee, da können wir noch nicht. Wissen das? Haben wir da oben irgendwie Deckung? Ja, ich glaube, aber... Dumm-di-dumm-di-dumm. Kriegen wir den dahin? Ja, sehr gut, sehr gut. So, dann holen wir mal die Verstärkung ran. Und dann lassen wir die Spiele beginnen. So, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass uns keiner in den Rücken fällt. Das Geschütz muss weg. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, wo haben wir denn freies Schussfeld? Wo treiben sich denn die Banditen rum? Ah, da ist noch einer. Und da oben, auf dem müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Because of the Spezialmunition, ne, war? So, nee, 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 nee. Ah, oh, jetzt geht die Drohne. Ja, wir müssen hier aus dem Schussfeld von dem Kollegen. So, ist unsere Verstärkung da? Die sind im Kampf. Oh Mann, verdammt, die sind da hinten bei der Territoriumskontrolle im Kampf. Das gefällt mir gar nicht. So, das war der Kollege Medi. Quatsch. Medic. So, jetzt haben wir's. Oh, da oben ist auch was. So, wie sieht es denn aus? Ist unser Geschütz? Ah, nee, das ist noch da, aber arbeitet das auch für uns? So, die Drohne. Sehr gut. Ja, riskieren wir es mal. Von Feinden.
Ups. So, dann machen wir das Geschütz dahin. Nimm dies. Ah, sehr schön. Unsere Unterstützung, unsere Verstärkung, unser Entsatz ist da. Das ist aber nett, dass ihr Zeit gefunden habt. So, da werfen wir mal eine Granate rein. Ah, der ist schon weg. Anführer sein hier. Das ist der Anführer, der Sergeant. Oh ja, okay. Okay. Mit dem ist nicht zu spaßen. Was passiert hier? Zeig, was du kannst. Rückendeckung. Rückendeckung. Den Xangern kann ich mitsingen. Kennen wir uns? Ja, muss ein bisschen aufpassen. Der geht, glaube ich, langsam. Nee, ich habe noch ein bisschen Mund. Aber wir rotzen hier das Material raus. So. Ja, ich wechsle mal hier. Sonst habe ich gar keine Mund mehr. So, die Drohne raus. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht hier sein sollte. Ich wäre gerne auch woanders. Aber ihr braucht mich. Nee, da ist alles dunkel. So, wo springt noch einer rum? So, das Geschütz werfen wir einfach mal da unten in die Mitte rein, damit hier den Kollegen besser kommt. Auf den Sergeant. Jetzt komm raus, trau dich. Noch jemand, der sich hartnäckig weigert zu erkennen, dass es sinnlos ist. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil jetzt kommen sie, glaube ich, wieder, die Verstärkung. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, wo ist denn die Moon? So. Okay. Wo treibt ihr euch rum? Bisschen aufpassen hier. Okay. Den haben wir erwischt. Ach was. Da kommen die von da oben. Damit hin hier aber nicht gerechnet. Komm weg damit. Lass mal den Drohne in Ruhe. Oh, Scheiße. Sagt man das? Darf man das überhaupt auf YouTube sagen? Und in Deckung. Oh.
Du bist gleich nicht mehr da. Ja, so sehe ich das auch. Jetzt bist du nämlich irgendwo dort. Ah, ist wieder so ein Teilchen hier. So, wir werfen wieder was hier mitten rein. Das kann mir im Zweifel Rückendeckung geben, wenn einer meint, hier reinrennen zu müssen. Und durch die Scheiben, durch die Scheiben, durch die Scheiben. Okay. Komm, explodier. Dein Herr und Meister ist nicht mehr vorhanden, mein Freund. So, jetzt kommen sie da hinten auch wieder. Direkt aus der Mittagspause. Ich gebe zu, ich fühle mich hier sicher. Das ist so schlecht. Oh, jetzt kommt da wieder welche angerannt. Oh, jetzt schmeißt er bestimmt wieder so ein komisches Teil dahin. Nehme ich nicht. Dafür bekommst du das. Aha. So, immer aufs Päckchen, aufs Päckchen. Oh, jetzt haben wir keine Munition mehr. Schon wieder so einen komischen Sergeant. Ja, komm, hol den raus. Aus seiner Deckung. Und ihn hier links. Lass mal den hier aus dem Spiel nehmen. Dann können wir uns um den anderen Kollegen kümmern. Leg dich nicht mit Zoan an. Sauber, sauber, sauber. Ah, Fuki. So, darum. Die legt sich da einfach hin. Sehr gut. Feindlicher Anführer neutralisiert, das gefällt mir doch gut. Übernahme durch Verbündete erfolgt und somit schauen wir mal ganz kurz rein. Nee, nicht hier, hier. Und zwar, Kontrollpunkt ist noch nicht eingenommen. Ist da noch was? Ist da noch was? Habe ich da was verpennt? Müssen wir da noch irgendwas machen? Auf jeden Fall hier erstmal die Munition einnehmen. So, wo ist er denn? Ist der vielleicht da hinten irgendwie verletzt oder was? Oder macht er gerade Mittagspause? Holt er sich einen Kaffee? Oder wer ist denn der Bub? Wo ist er denn? Wo ist denn hier der Chef? Seffe? Wie oder wer oder was? Mann, 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 was ist los? Gut, nee. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Sehr schön, da müssen wir gar nicht hoch. Ne, da hinten ist er doch, oder? Kann das sein, dass ich den wiederbeleben muss? Dass es den Kollegen erwischt hat? Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ich bin gerade etwas irritiert. Er ist doch nicht der Boss, oder?
Hä? Freunde, noch mal kurz schauen. Nein, Kontrollpunkt. Was ist denn das? Kampf? Ja klar, wir sind noch im Kampf. Weil die Jungs sind irgendwie noch im Kampf. Deswegen, aber wo, wie war's? Ach, vermutlich ja hin mit dem Kontrollpunkt oder was? Da hat es irgendeiner hängt da hinten noch rum. Oder kann das sein, dass es den Chef da hinten am Kontrollpunkt erwischt hat? So, kann man irgendwas erkennen? Agent fordert Verstärkung an. Kann man irgendwas erkennen, dass irgendwo der Kollege liegt? Kontrollpunkt? Ja. Nee, sieht nicht so aus. Feindliche Übertragung erkannt. Wir gehen nochmal zurück. Übernahme Verbündete, da ist das Symbol. Kann das sein, dass irgendeiner... Haben wir da irgendwie ein Problem? Ach, da springt jetzt einer rum. Komm. Stups, stups, stups. Ja, beweg dich. Ah, er bewegt sich. Es bewegt sich. Greif Kontrollpunkt an. Ja, ja, aber der Kontrollpunkt ist da drüben. Freunde. Würden Sie mir bitte folgen? So. Naja, unabhängig davon. Gehen wir mal schnell zum Vorratsraum. Erstmal aufmunitionieren. Augenblick. Wo ist denn der Vorratsraum? Ach, weil wir noch nicht eingenommen haben. So was ist nämlich echte Arbeitsverweigerung. So, jetzt springen die hier rum. Naja, wir holen uns mal ein bisschen Spezialmunition. Ja, aber irgendwie sind die echt planlos. Was ist denn los hier? So. Ach, da hinten ist irgendwas. Kann das sein? Dass die da hinten noch im Kampf sind? Hier? Springt der? Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ja, Jungs, was macht ihr denn? Ist er das, der Kollege? Ach nee. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. So, können wir jetzt vielleicht mal wieder zurück? Aha, da unten ist irgendwie was noch im Kampf. Ach nee. Was ist da wieder da oben? Drunter? Vielleicht hier unten drunter? Nee, was ist denn hier? Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ja. So, komme ich jetzt da nicht mehr hoch oder was? Oh. Ich hätte gerne diesen Kontrollpunkt eingenommen. Verbündete Verstärkung im Anmarsch, ist allerdings im Kampf. Aber wo im Kampf? Also irgendwas fehlt hier. Hey, da drüben! Tja, ich glaube, das hilft nichts. Wir müssen eventuell gucken, wie wir das bereinigt kriegen. Tja,
vielleicht eben einen anderen Kontrollpunkt noch angreifen oder das hier Ganze wiederholen. Hier kommt niemand durch. Ja, danke, super. Also Freunde, an der Stelle soll es erstmal wieder gewesen sein. Ein Ort in der Nähe. So, in diese Richtung. Dann haben wir ein bisschen mehr Sonne, dann sehen wir uns besser. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier in The Division, wenn wir hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form diesen Kontrollpunkt und die Kollegen hier nicht so planlos durch die Gegend sind. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.